Der Grund, warum ich mit Radsport angefangen habe, war eigentlich mein Vater. Und der ist auch eigentlich immer noch mein größtes Vorbild, was das angeht. Er hat mir sehr, sehr viel gezeigt, was wichtig ist beim Radfahren, und hat mit mir auch die ersten Trainingskilometer zurückgelegt. Und deswegen ist das eigentlich mein Vorbild. Ich bin Marcel Kittel, Sprinter bei Argos Shimano und Profi seit 2011. Ich habe angefangen mit dem Mountainbike, als ich zum Radsport kam, und habe dort meine ersten Gehversuche sozusagen gemacht, habe ein bisschen über die Technik gelernt und bin auch ein, zwei Mountainbike-Rennen gefahren, habe aber eigentlich immer auf die Straße gewollt und auch wollte dort auch Straßenrennen fahren. Später bin ich dann hatte ich sehr viel Glück, dass ich dort eine Trainingsgruppe gefunden habe mit 4, 5 Fahrern, mit einem sehr engagierten Trainer, mit dem wir dann viel zusammen trainiert haben und auch zu den ersten Rennen gefahren sind in ganz Deutschland, kleinere Rennen am Anfang, und das ist dann immer mehr geworden. Mit den ersten Erfolgen kam dann auch immer mehr Motivation und der unbedingte Wille, jetzt vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Und ja, dann bin ich irgendwann auf die Sportschule in Erfurt, habe dann dort weiter trainiert, und ab da war dann auch schon das Ziel klar, dass ich eigentlich irgendwann mal Profi sein will. Wir sind gerade jetzt in meiner alten Sportschule, dem Pierre de Coubertin Gymnasium. Hinter mir ist das Internat, wo ich selber gelebt habe. Dort ist auch die Turnhalle, dort oben die Mensa. Also hier habe ich gelebt und gelernt. Meine Eltern waren beide hier, meine Mutter war Leichtathletin, mein Vater war Radsportler, und dann bin ich gekommen, und jetzt ist mein Bruder auch hier noch auf der Schule, auch als Radsportler. Ja, man erinnert sich an viele schöne Sachen. Ich meine, ich habe einen großen Teil meiner Schulzeit hier verbracht. Ich habe hier gelebt und trainiert und kenne auch noch Leute, die jetzt im Internat immer noch arbeiten. Nach dem Wechsel auf die Sportschule natürlich hier mein Abitur gemacht, und dann musste ich schauen, okay, was machst du jetzt? Ich habe dann 4 Jahre mit den Leuten zusammen gewohnt, und mich verbindet eigentlich sehr viel mit der Stadt, weil ich meine Trainingsmöglichkeiten, die sind hier sehr groß. Ja, ich habe hier meinen Kraftraum, ich habe hier meine Physiotherapie, und die Radrennbahn ist in der Nähe. Das heißt, wenn ich ein Problem mit dem Rad habe, kann ich dorthin fahren. Meine Freunde, meine Familie auch, das ist alles nicht weit weg, beziehungsweise hier in der Stadt. Und ich mag die Stadt an sich einfach sehr und fühle mich sehr, sehr wohl. Und für mich gibt es im Moment auch keine andere Option, als hier zu wohnen. Ja, Entspannung für mich nach dem Radrennen. Ganz, ganz wichtig als Profi, um sich vom Stress beim Rennen zu erholen. Und für mich heißt das einfach mit meinen Freunden was zusammen machen. Das ist Essen gehen in einem Restaurant. Aber ich gehe auch gerne ins Kino, oder wir hängen zusammen zu Hause bei mir und spielen PlayStation oder ganz normales Zeug. Und nichts Besonderes in dem Sinne. Ich bin zu Skill Shimano gekommen mit dem Ziel, mich als Zeitfahrer und auch als Anfahrer für den Sprint zu entwickeln. Es hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich habe mit Merein da am Anfang sehr gut zusammengearbeitet, und wir haben auch Sprints miteinander gemacht, auch in der Gruppe natürlich gegen die anderen Fahrer. Und da ist sehr schnell klar geworden, dass ich eigentlich gar nicht so langsam bin und dass ich da auch noch ganz schön Potenzial habe. Und Merein hat dann gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall mehr in Richtung Sprint machen. Und dann sind wir auch zum ersten Radrennen gefahren. Im Januar war das zur Tour de Langkawi. Dann schaust du einfach, wie das geht und wie wir kommunizieren, und guckst dir das ab. Das haben die auch gemacht. Das haben die Jungs richtig gut sogar gemacht. Und dann habe ich gleich die erste Etappe oder das erste Rennen in meiner Profikarriere gewonnen. Von da an ging es eigentlich steil nach oben. Ja. Für mich ist das Team eigentlich was ganz Besonderes. Ich sehe das nicht als Mannschaft, die für mich arbeitet, sondern als eine wirklich große Gruppe von Menschen, die mir sehr, sehr viel gibt und der ich auch versuche, sehr, sehr viel zurückzugeben, weil
für mich die Leute einfach super dort sind. Das hat eigentlich erstmal gar nichts mit Radsport zu tun, sondern ich genieße es wirklich, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, bei Radrennen oder im Trainingslager, einfach mich mit ihnen zu unterhalten, Zeit miteinander zu verbringen und einfach Spaß zu haben und ein bisschen auch das Leben zu genießen. Die Gruppe an sich ist, oder die Mannschaft an sich ist für mich als Sprinter ganz, ganz wichtig. Ohne die Mannschaft kann ich keine Siege holen, weil es muss irgendjemanden geben, der die Löcher zufährt und es muss auch jemanden geben, der mich vorne in dem Sprint abliefert. Argus Shimano ist so besonders, weil es ein einzigartiges Projekt ist in meinen Augen, mit der klaren Anti-Doping-Haltung, mit dem 1T4i-Ansatz. Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich bei der Mannschaft bin. Meine Ziele für dieses Jahr sind eigentlich klar. Ich will bei der Tour erfolgreich sein. Ich möchte die Tour beenden und eine Etappe gewonnen haben. Ja, wenn ich darüber hinaus schaue, ich glaube, als Sprinter muss man so ziemlich jede Möglichkeit nutzen, die sich einem bietet, um Erfolge einzufahren. Jeder Sprinter hat auch einen Traum und für mich ganz persönlich ist der Traum, auf der Champs-Élysées zu gewinnen bei der Tour de France. An dem Punkt, wo ich mit dem Radsport angefangen habe, hat sich für mich generell sehr viel geändert. Ich habe viel über mich selbst gelernt und ich bin nach Erfurt gekommen auf die Sportschule. Ich habe hier ein neues Umfeld quasi gehabt auf einmal und das hat mich schon insgesamt, denke ich, sehr verändert. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, glaube ich, wäre ich auch jetzt vielleicht eine andere Person. Deswegen würde ich schon sagen, dass der Sport mir sehr, sehr viel gegeben hat und auch mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin.